Happy Birthday SVA Vermögensverwaltung. Die Stuttgarter Finanzprofis, Oben-Geschäftsführer Karl-Heinz Geiger und Rolf Katzmeier feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Grund genug, zurückzublicken, aber auch nach vorn zu schauen. Jetzt mit Karl-Heinz Geiger. Herr Geiger, 20 bewegte und bewegende Jahre, da gab es sicherlich viele schöne und herausfordernde Momente. Welche schönen oder positiven Aspekte sind Ihnen denn vor allen Dingen in Erinnerung geblieben? Man kann sicherlich sagen, die Wirtschaft hat sich in den 20 Jahren sehr, sehr positiv sowohl in Deutschland als auch in Europa entwickelt. Das hat für uns als Anleger auch eben sehr, sehr schöne Momente gebracht in der Weise, dass, nehmen wir den DAX, doch hier auch ganz ordentliche Erfolge über diese Zeit zu sehen waren, die wir auch sehr schön für unsere Kunden eben nutzen konnten. Das würde ich so mal als den größten, also das schön, die schönen Momente in dieser Zeit auch sehen. Darüber hinaus war es eigentlich normales wirtschaftliches Geschehen, auf das wir uns eben immer wieder haben einstellen müssen, immer wieder neu einstellen müssen. Und das ist das Spannende an dem, was wir eben diese 20 Jahre über auch gemacht haben. Welche Herausforderungen waren die größten, vielleicht mit Blick zurück? Ja, gut, da muss man natürlich schon sagen, da waren ein paar richtig dicke Hämmer dabei, 9/11 sei nur mal erwähnt, oder auch eben also verschiedene Krisen, die es in der Zeit gab. Es gab ja auch teilweise heftige Indexrückgänge, die eben dazu geführt haben, dass man auch wieder einen Teil seines Vermögens dann eben wieder eingebüßt hat, aber man konnte das über die Jahre eben auch wieder sehr schön aufholen. Wie wichtig war es denn in dem Zusammenhang, mit einem Team zusammenzuarbeiten, gerade in den herausfordernden Momenten? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein funktionierendes Team ist hier eben praktisch also die große Substanz, die wir eben auch haben und auf das wir auch sehr gerne dann auch zurückgegriffen haben, weil nur im Team hat man insgesamt dann eben auch die guten Erfolge, die am Schluss dann für den Kunden dastehen. Jetzt sind wir im Jahr 2014. Die Geldanlage ist sicherlich nicht einfacher geworden. Wir haben trotz Eurokrise und Krimkrise gleichermaßen beim DAX Höchststände gesehen. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten? Also wenn man zurückblickt, ein Jahr, vor einem Jahr haben wir uns über ganz andere Dinge unterhalten wie heute. Da war also die Eurokrise etc. eben noch voll in vollem Gange. Das scheint schon wieder Generationen zurückzuliegen, so ungefähr, ist aber bei weitem eben nicht so. Also wir sehen momentan schon, also, dass hier noch also einige Unwägbarkeiten da sind für die Märkte und gehen deshalb von den Investitionen her eigentlich relativ vorsichtig voran, weil wir trotz also hohem DAX-Stand jetzt eben doch einige Schwierigkeiten sehen und halten uns da für mit den momentanen Investitionen eigentlich relativ begrenzt. Die Zinsen sind schon seit Jahren niedrig. Zurzeit sind sie immer noch niedrig. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Denn Geldanlage im Niedrigzinsumfeld ist ja noch schwieriger geworden. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist also ein Punkt, wo man jeder sucht momentan eben den risikolosen Zins, den es momentan eben nicht mehr gibt. Wir hatten ja deutliche Zinsrückgänge in den letzten Jahren, die noch bei den Anleiheinhabern zu Kursgewinnen geführt haben. Das ist momentan im Endeffekt vorbei. Auch wir glauben, dass der Zins in den nächsten Jahren irgendwann wieder mal ansteigen wird, muss, was auch vernünftig wäre letztendlich. Und deshalb wollen wir eben auch hier nicht unbedingt große Risiken eingehen. Sprich, wir werden also nach wie vor auf relativ kurzfristige Zinsanlagen bzw. Zinssurrogate, also alternative Zinsanlagen setzen, um einfach die Risiken für unsere Kunden relativ gering zu halten, um eben nicht bei steigenden Zinsen in diese Zinsfalle dann zu tappen. Also ziehen wir ein Fazit, Herr Geiger, mit Blick nach vorn. Wie lautet Ihre Erfolgsformel bei der Geldanlage mit Blick auf die kommenden Jahre? Ja, weiterhin sein Geld auf verschiedene Töpfe verteilen, nicht auf ein Pferd setzen, sondern auf eine ganze Pferdeherde, wenn man so will, um dann vielleicht mit dem einen, der dann auch vielleicht das schnellere Tempo hat, in Form vom Galopp eben dann insgesamt ein gutes Durchschnittsresultat zu erzielen. Das werden wir auch in den nächsten 20 Jahren versuchen. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg dabei bei der Geldanlage in den kommenden Jahren, nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Kunden. Das war Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung zum 20-jährigen Firmenjubiläum. Herzlichen Dank fürs Gespräch.